Wir haben ja heute die Metta-Meditation mit begonnen zu praktizieren. Und die Metta-Meditation gehört zu einer Reihe von Meditationsformen, die auch die Brahma-Vihara genannt werden. Brahma-Vihara übersetzt bedeutet die Bereiche, die Reiche, in denen die Götter wohnen. Also die Götter sind immer diejenigen, denen es besonders gut geht. Ja, da ist es nett, da oben. Also diese Bereiche stehen, wir könnten auch sagen, für innere Zustände, bestimmte Geistesverfassungen, in denen es sich wohl anfühlt, wo sozusagen der Himmel auf Erden entsteht. Wenn wir darin wohnen könnten, nicht nur wir, sondern vielleicht sogar die meisten, dann wäre das hier eigentlich ganz schön. Und diese himmlischen Bereiche, das eine ist die Metta, eine grundlegende Offenheit, ein grundlegendes Wohlwollen gegenüber uns, gegenüber anderen, und zwar gleichermaßen in alle Richtungen. Eine innere Haltung von Mitgefühl, das heißt die innere Haltung, anderen zu helfen, wenn sie leiden, hilfreich zu sein, dieser Wunsch, Leiden zu mindern, diese innere Haltung. Dann die innere Haltung von Mitfreude, wenn es jemandem gut geht, wenn jemand Erfolg hat, wenn jemand Glück hat. Sich daran zu freuen, statt es ihnen ein wenig zu neiden. Ja, nicht gleich in die Angst zu fallen, oh, wo bleib ich denn, sondern sich einfach mitzufreuen, ohne das Haar in der Suppe zu suchen da drin. Und als letztes der Gleichmut, den wir auch gestern schon hatten, die verstehende Gelassenheit. Diese vier Brahma-Vihara, die letzte fällt so ein bisschen raus, das merkt ihr hoffentlich. Und das stimmt auch, in der Praxis fällt sie auch ein bisschen raus. Und dennoch, die vier bilden sozusagen eine Einheit und wir können sie alle, neben dem, dass sie auch durch die Weisheitspraxis entstehen, können wir sie alle in dieser Form, wie wir heute mit der Metta-Meditation kennengelernt haben, in uns unterstützen, in uns nähern, in uns hervorbringen. Es gibt einen Vers, und ihr kennt den vielleicht, und wenn ihr den nicht kennt, dann kennt ihr einen ähnlichen wahrscheinlich. Im Dhammapada, seine Sammlung von kurzen Versen, steht, Hass wird nie durch Hass beendet, durch Liebe allein kann Hass enden. Und das ist ein, wie gesagt, das ist ein Satz, den kennen wir auch aus anderen Traditionen, aus anderen Religionen. Das ist ein sehr universaler Satz. Und irgendwo, wenn wir hineinspüren, können wir schauen, berührt mich das? Also mich berührt dieser Satz. Auf der einen Seite berührt er mich. Aber es gibt dann immer auch so ein kleines, stimmt das? Klappt das auch wirklich dann? Wenn ich mich darauf einlasse oder verlassen würde, wie sähe es dann aus? Es gibt einfach so viel das Gegenteil in dieser Welt. Ja, und das Vertrauen auf Liebe zu setzen, kann manchmal ein bisschen schwer fallen. Wobei, wenn wir auf Liebe setzen, heißt es nicht, dass wir tatenlos zuschauen, dass wir nie wieder in eine Aktion unternehmen, um Unheil zu unterbinden. Aber dennoch, unsere Grundhaltung ist eine von Wohlwollen, eine von anderen nicht schaden wollen. Das ist da, wo wir beginnen, da, wo wir ruhen, da, wo wir zu Hause sind. Diese Liebe, diese Kraft, dieser innere Überzeugung und dieser innere Ort hat eine große Kraft und kann vielleicht tatsächlich viel eher Hass überwinden als Hass. Hass gegen Hass schaukelt sich hoch. Und erst wenn wir die Kraft der Liebe hineinbringen, können diese Hasswunden heilen mit der Zeit. Aber wie gesagt, es braucht manchmal viel Vertrauen auf diese Kraft der Liebe. Und es geht eben auch darum, es als erstes zu verstehen, was das bedeutet, das umfassend zu verstehen. Und manchmal reden wir uns auch raus mit den ganz großen Themen. Aber ich, müssen wir nicht erstmal so jemanden wie Hitler erstmal an der Gurgel packen, bevor wir ihn anfangen können zu lieben.
Sicher, wenn jemand da ist, gerade an einer Stelle, wo er sehr viel Macht hat und sehr viel Unheil von ausgeht, ist es wichtig, dass wir das irgendwie stoppen. Dass wir auch Aktionen dazu unternehmen. Es kann gut sein. Aber momentan sind wir alle nicht mit solchen Situationen konfrontiert. Beginnen wir doch einfach mal da, wo wir sind. Die großen Fragen können wir uns ja ein bisschen aufheben, ja? Ich meine, ich weiß nicht, ich bin nicht in der Lage, gerade irgendeinen Diktator in der Welt zu stoppen. Ja? Ich bin in meinem kleinen Umfeld mit euch, mit meinen Liebsten, mit meinen Nachbarn, mit meinen Vermietern, mit meinen Unbekannten da in Freiburg, die nerven schon genug, ja, so, um mein Übungsfeld zu haben. Aber das sind alles keine großen Scharlatane. Ja, da kann ich es mal probieren und es geht einfach erstmal nur darum. Ja? Kann ich da vielleicht mal schauen, ob die Kraft der Liebe, ich mich traue, die anzuwenden und mich nicht schon rausreden, oh nee, das geht vielleicht doch nicht, ne? Guck doch da mal, das sind diese ganz großen Bösewichte und ob man die wirklich mit Liebe überzeugt. Stell mir die Frage auch einfach mal hinten an, weil es geht ja vor allen Dingen um eine Praxis für mich, für mein Leben in dem Bereich, wo ich bin. Und dann sollten wir jemals, ich hoffe nicht, dass wir in die Situation kommen, mit solchen katastrophalen Umständen konfrontiert zu sein, dann können wir schauen, dann können wir das auch schauen, ob wir bereit sind, das da zu probieren und was das heißt. Und ganz neue Fragen dann. Unsere Praxis bereitet uns vor für unvorhergesehene Situationen, aber in jeder Situation werden wir uns neu entscheiden müssen, sowieso, mit allem. Ja, es gibt keine Blaupause. Wir haben Grundsätze, aber die müssen wir je nach Situation weise beurteilen, wie Niebuhr sagt, und dann unterscheiden, hoffentlich können oder ausprobieren. Geht es um Handeln oder geht es um Akzeptieren? Und wenn Handeln, wie? Ja, okay. Vor dieser Vorrede schauen wir uns die Brahma-Vihara an, okay? Für uns, in unserem Leben. Da ist es spannend. Wie geht es mir, wenn mir jemand ungerechtfertigt, unfreundlich entgegenkommt? Wenn ich ungerechtfertigt beschuldigt werde, etwas falsch gemacht zu haben? Wenn ich irgendetwas mir angetan wird und ich finde, es hat weh, es tut weh. Was regt sich in mir? Wahrscheinlich regt sich in uns, ich will Vergeltung, ich will zurückballern, ich will mich, ja? Jetzt klar, wenn wir bedroht werden, wirklich, schon wichtig, dass wir wissen, wir können uns wehren, wir dürfen uns wehren. Aber manchmal ist unser Zurückgeballer nicht wirklich hilfreich. Manchmal, wenn wir freundlich bleiben, erzielen wir einen viel größeren Effekt. Manchmal sehen wir vielleicht, es eskaliert dann nur. Ja? Wenn eine typische Eskalationssituation ist im Straßenverkehr, jemand nimmt euch die Vorfahrt, was macht ihr? Draufhalten. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist letzten Endes. Auch wenn wir dann vielleicht Recht bekommen, der hat natürlich Vorfahrt genommen und jetzt mein Kotflügel verbeult und ne? Sonst wie was. Auf jeden Fall haben auch wir eine ganze Menge Scherereien. Wir müssen das mit der Versicherung klären, wir müssen die Polizei holen, wir kommen auch zu spät. Aber wir haben Recht gehabt, gell? Also manchmal geht es wirklich nur um dieses kleine, ich will Recht haben. Aber was ist das genau, was wir da haben? Ein momentanes Gefühl von Ich-Stärke, das dann wieder zerfließt. Ab hinunter in die Gosse mit dem Gefühl. Und dann kommt ein neues daher, dann kommt vielleicht Angst, vielleicht kriege ich ja doch nicht recht, vielleicht sagt die Polizei was anderes, vielleicht gibt es eine Mix-Mix-Kalkulation und schon stehen wir da wie betroppelte Pudelchen. Ja? Oder andere Situationen können sein, dass wir meinen, wir werden ungerechtfertigt für irgendetwas gerade angeschnauzt und wir schnauzen zurück und dann stellen wir vielleicht fest, im Nachhinein, es war vielleicht doch nicht so ganz ungerechtfertigt. Das passiert ja manchmal. Ja, dass sie doch vielleicht sogar eine Berechtigung hatten, dass wir gerade nicht so hilfreich waren. Also zig Situationen, in denen wir vielleicht schnell impulsiv reagieren, ohne dass uns das wirklich irgendeinen Vorteil bringt, außer der momentanen Genugtuung. Ganz oft können wir stattdessen
und zurück entspannen in die Freundlichkeit. Und das ist eine große, große Übung, weil die erste Tendenz, weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir ist es klar. Mir kommt jemand und geht schnell. Und das andere, aber letzten Endes, wenn ich es schaffe, es ist so viel mehr befriedigend. Ja? So viel mehr befreiend. Und oft können wir dann eben einen sehr klaren Kopf bewahren. Und manchmal dreht sich das, was wir erstmal als Unfreundlichkeit wahrnehmen, dreht sich und offenbart sich, ja, die andere Person hat irgendwas falsch verstanden, sie ist schlecht drauf, vielleicht sogar sehr traurig und verletzt. Und wir stehen da und können die Situation ganz anders lösen. So diese Antwort aus Freundlichkeit heraus ist oft eine Möglichkeit, mit einem klaren Geist zu bleiben, mit einem klaren Geist zu bleiben. Sie fußt darauf, dass wir erst einmal annehmen, was ist, statt gleich in die Reaktion zu gehen. Und damit decken sie sich mit der Vipassana. Da üben wir das so stark, einfach mal erstmal nur wahrzunehmen, was ist, und es zu lassen für einen Moment, wie es ist. Und für einen Moment können wir das, kriegen wir das tatsächlich hin. Ein Moment ist möglich, da zu sein damit. Das ist eine andere Geschichte, wenn wir uns vorstellen, das geht jetzt 10 Jahre. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber niemand spricht von 10 Jahren oder einem Jahr oder einem Monat oder einer Woche oder einem Tag. Selbst eine Stunde ist zu lang, aber einen Moment können wir damit sein. Und wenn wir den einen Moment vielleicht auf 5 Momente ausdehnen, weil der sehr kurz ist, dann kommt vielleicht ein bisschen die Möglichkeit für eine klare Sicht auf. Wir können das, was da ist, vielleicht hören, was die andere Person sagt, statt gleich in die Defensive zu gehen, in die Verteidigung. Wir können für einen Moment die Sicht des anderen vielleicht bedenken, versuchen, in die Position der Person hineinzuversetzen. Und dann können wir wieder unsere einnehmen und wir kommen vielleicht zu ganz anderen Überzeugungen und Meinungen. Also es bleibt nicht bei diesem einfach nur runterschlucken. Es ist mir so wichtig, dass ihr das versteht, weil es ganz oft auch der Widerstand, ja, dagegen. Also hier in der Praxis, in der Meditation üben wir zwar zunächst einfach dieses Damitsein, ja, weil das ist das, was wir oft noch nicht so gut können. Damit sein, damit sein, damit sein. Aber das heißt nicht, dass wir im Alltag nur noch damit sind. Ja, im Alltag kommt das Handeln dazu. Jetzt sind wir erstmal einfach da, sind damit, lernen an diese neue Beziehung und lernen in der neuen Beziehung auch wesentliche Elemente über das, was wir erfahren, die uns mehr und mehr helfen, mit unseren Situationen und den Erfahrungen, die wir begegnen, anders umzugehen. Diese Akzeptanz, diese grundlegende offene Haltung, sich einfach dem, was da ist, zu begegnen, ohne gleich so ein Urteil draufzusetzen, ohne gleich in die Verteidigung zu gehen. Das ist eine hohe Schule, das ist gar nicht einfach. Ja? Sie bringt, wir brauchen wirklich Übung da drin. Aber von da aus wird eine Antwort aus dem Herzen, aus Weisheit und Mitgefühl möglich, wenn wir das wollen. Es ist natürlich wichtig, dass wir das überhaupt wollen. Vielleicht wollt ihr ja gar nicht weise und mitfühlend werden. Ja? Das kann natürlich sein. Aber wenn das unser Vorhaben ist im Leben, weil das einfach ein anderer Ort ist, aus dem wir heraus im Leben stehen, das für uns attraktiv ist, dann ist das ein Weg dahin. Also die Vipassana hilft uns, die Stärke in uns zu entwickeln, das Wissen zu entwickeln, die Fähigkeit zu entwickeln, mit Erfahrungen zu sein, so wie sie sind, ohne gleich in Reaktivität zu gehen. Die Metta-Praxis hilft, unterstützt diese Offenheit, dass die entstehen kann, diese Liebe. Die Weisheit, das Verstehen und die Offenheit, das warme Herz, bezeichnen dann auch als die 2 Flügel der Praxis, wenn es darum geht, Weisheit und Mitgefühl zu entfalten. Die Weisheit, jemand, der weise ist, das ist auch eine schöne Kontemplation. Welche Qualitäten würde eine weise Person für euch ausstrahlen?
Ja, würdet ihr jemanden als weise bezeichnen, die hart ist, streng ist, also streng auch in einem negativen Sinn? Ja, es gibt auch eine Strenge, die ist positiv, ja. Aber so mit so einer inneren Härte und Groll und Hass. Wäre so jemand weise? Also irgendwie, also ich verbinde eine weise Person immer mit einer gütigen Person, einer Person, die fähig ist zu verzeihen, die über meine kleinen Macken hinausschauen kann und mein tiefes Potenzial erkennt und mir hilft, es zu entfalten, die auf Versöhnung aus ist, statt auf Krieg. Eine weise Person sieht auch den Weg dahin. Das ist für mich eine weise Person. Und nicht jemand, der Kälte ausstrahlt, eine Herzenskälte. Ist vielleicht eine Person, die viel weiß, viel Wissen hat, aber wo das Herz verschlossen ist. Und eine weise Person ist immer eine Person, wo das Herz offen ist. Und wenn wir solchen Personen, manchmal begegnen wir denen im Leben, das können Schullehrer sein, das können irgendwelche Personen irgendwo sein. Und bin immer wieder überrascht, wo ich solchen Menschen begegne. Das hat nichts mit Bildung und Kultur oder Religion oder irgendetwas, Hautfarbe schon gar nicht zu tun oder Alter. Es gibt diese Personen überall, die das ausstrahlen. Und manchmal, ich erinnere mich gerade an eine Situation in Indien mit sehr armen Menschen im Bahnhof, die solche Güte und Weisheit ausstrahlten. Ich eine kurze Sequenz von Zusammenkunft hatte und ich war einfach sehr berührt. Also diese Qualitäten, die können wir entfalten und die wirken wie Balsam auf unser Herz wie auf andere. Sie nähren uns, sie geben uns wieder Vertrauen in das Leben und Hoffnung und Freude. Das können wir, und wir können eben in dem Brahma-Vihara versuchen, diese Tendenzen, die wir alle haben die Fähigkeit zu diesem weißen, offenen Herz. Und die können wir durch diese Praxis stärken, durch die Brahma-Vihara. Die Metta, wie gesagt, erstmal ist es wichtig, nicht nur zu denken, also ich habe zwar gerade die Worte Liebe auch benutzt, aber es ist wichtig, dass wir wissen, welche Form von Liebe wir hier meinen. Es ist eine Qualität, die nichts mit unserer romantischen Liebe zu tun hat, die wir gut kennen. Oder unsere Liebe zu Gegenständen oder Erfahrungen, die wir deswegen lieben, weil sie angenehm für uns sind. Es gibt diese Liebe, ja? Aber mit Metta ist eine andere Liebe gemeint, die unabhängig ist davon, den Bedingungen. Wir lieben einfach, Punkt. Wir sind einfach offen dafür, wir sind wohlwollend gesinnt, Punkt. Das einzige Grund bei Lebewesen, das Metta verdient, ist die Existenz ihrer selbst. Ja? In der Sequenz der Metta, wenn ihr auf den Zettel geschaut habt oder ihr die Praxis schon kennt, wir beginnen mit uns selbst, wir gehen durch den Wohltäter, den Freund, die Unbekannte und die schwierigen Personen. Und anschließend gehen wir durch alle Wesen in verschiedenster Art und Weise. Und wir sind in dieser Praxis angekommen, wenn wir wirklich allen gleichermaßen mit Metta begegnen können. Und es gibt eine Fangfrage, die ich euch nicht stellen werde, deswegen kann ich es euch verraten, wie die Lösung heißt. Die Fangfrage ist, die kommt der Latschter daher und so einen Weg entlang, ihr, ein Freund und ein Feind, alle drei zusammen, ne, so. Und das sind die Kardinaleckpfeiler, ja, so. Und ihr werdet natürlich überfallen von so einer Bande, Horde, ja, die wollen euch ans Ledern, die wollen einen umbringen. Einen von euch wollen sie opfern oder töten und du sollst jetzt auswählen, wen? Dich selbst, den Freund oder den Feind? Und wir sind angekommen in Metta, wenn wir das nicht entscheiden können. Wenn wir weder uns selbst opfern können, noch unseren Freund, noch unseren Feind. Oh. Und nicht kognitiv natürlich, kognitiv, sondern wirklich im Herzen das Bewegen und überlegen, ja, wen würden wir jetzt da? Da würde ich mich opfern, ja,
Dazu neigen manchmal dazu, das wäre es doch die Antwort. Aber nein, das ist die Antwort eben nicht. Das würden wir den Feind opfern? Nein, auch nicht. Den Freund wahrscheinlich schon gar nicht. Ja? Und es ist spannend, dass wir tatsächlich, wenn es wirklich steht, die Praxis, wir können einfach keine Entscheidung treffen. Und das ist nicht Bitschi-Kitscher. Ja, soll ich den oder soll ich den oder soll ich mich oder hüpfen hin und her und können uns nicht. Wir können einfach nicht mehr sagen, wer wichtiger ist. Es gibt kein wichtiger und kein weniger wichtig. Und damit ist dann die Frage beantwortet, okay? Die Situation ist vorbei, ausgelöscht, alles sind verflogen, das ist nur eine Idee, ja? Vergesst sie gleich wieder. Es fußt auch darauf, die Metta, dass wir anerkennen, dass wir alle dieses Potenzial haben zu erwachen. Dass wir alle das Potenzial haben zu lieben. Dass wir alle das Potenzial haben zu verstehen. Sozusagen ein Juwel in unserem Herzen. Manchmal wird davon gesprochen, es wäre ein Juwel in unserem Herzen. Ja? Das Bild von diesem Juwel, der einfach verdeckt ist von Verunreinigungen. Man spricht ja auch von den Verunreinigungen des Geistes, ja, wie Hass und Gier. Und diese Verunreinigungen brauchen wir nur zu entfernen. So wie wir in einem Bergwerk all diese Steine entfernen, bis der Juwel zum Vorschein kommt, den wir wertschätzen. Und in Vipassana tun wir zum einen diese Verunreinigungen entfernen mit der Zeit und in der Metta-Praxis auch. Ich sprach ja davon, dass ganz häufig kommen Widerstände auf oder gegenteilige Gefühle auf, während wir Metta praktizieren, so am Rande. Und wir lassen sie einfach am Rande abfließen. Man spricht auch manchmal von einer Waschmaschine, in die wir einfach die dreckige Wäsche geben und dann, wenn ihr zuschaut und die ist recht dreckig, dann wird das Wasser erstmal so schön grau. Und dann geht es durch die verschiedenen Spülgänge und es wird immer heller. Und so ist es auch mit Metta. Dann kommt das hoch, das Zeug kommt hoch. Und solange wir dennoch einen Wunsch für diesen Moment meinen können, wäscht es sozusagen diese Widerstände hinaus. Wir sind alle fähig zu diesen Anlagen und es lohnt sich manchmal einen Moment darüber zu reflektieren. Ob das bei uns selbst ist oder bei unseren Freunden und Wohltätern ist, aber vor allen Dingen dann, bei unbekannten und schwierigen Personen. Aber bei uns selbst ist das ja manchmal schon schwierig. Also schauen wir mal, gibt es Momente, in denen ich vielleicht freundlich bin? Einfach so. Gab es das schon einmal in meinem Leben? Gab es schon einmal, dass ich hilfsbereit war? Habe ich schon einmal verziehen? Kleinigkeiten. Ja? Einfach mal gucken, einfach mal schauen, ob es sowas zu finden gibt. War ich einmal einfach so freundlich zu der Frau im Supermarkt. Hab Danke gesagt. Hätte ich nicht tun müssen. Ich kann an der Frau vorbeilaufen, mein Geld zahlen, ohne eine Miene zu verziehen. Sie behandeln wie so ein Roboter. Ja? Und mir letztens mal ein Schaffner im Zug gesagt. Er war so erfreut, dass ich ihm irgendwie anguckte und Danke oder sonst was sagte. Auf jeden Fall meinte er, die meisten gucken nur noch in ihr Handy. Ich bin gar nicht mehr existent für die. Das macht ihm was aus, er spürte das. Also auch wenn das so kurze Begegnungen sind, das ist manchmal für jemanden wichtig. Also unterschätzt das nicht, wenn ihr solche Anflüge von zufälliger, ungewollter Freundlichkeit habt. Ungewollt und unbeabsichtigt. Es kommt einfach mal auf einmal aus uns raus. Nicht nur immer die bösen Worte, die einfach aus uns rausflutschen. Manchmal kommt auch was Nettes raus. Ganz zufällig. Da sitzt ihr da. Mit guten Qualitäten. Mit gutem Potenzial. Das ist ein Zeichen davon. Wenn einer von euch jetzt wirklich meint, ich sehe, der er hätte noch nie so etwas erfahren, bitte klopft nachher noch an meine Tür. Ja. Aber laut. Dass ich es höre. Manchmal ist die Wucht unserer Überzeugung, dass wir schlecht sind, sehr stark. Wir brauchen sozusagen nochmal von außen so einen Kick. Nein, das ist einfach nicht wahr. Das ist nur deine Sicht in diesem Moment.
Ich habe heute Nachmittag auch erklärt, dass die Brahma-Vihara ein Stück weit über die Sammlung arbeiten, an unseren Hindernissen, an unseren Widerständen gegen diese Offenheit. Diese Widerstände, die ja auch sich ausdrücken in dieser Gier, in diesem Verlangen nach was anderem, dieser Ablehnung, manchmal auch in dieser Müdigkeit. Puff, ich will mich nicht öffnen, also werde ich müde, werde ich dumpf, werde ich schwer, werde ich unbeweglich. Ja? Die Festigkeit, die Starrheit auch. Oder die Rastlosigkeit, dieses mich nicht einlassen können, sinken können, öffnen können. Und ganz besonders gerissen und wirkungsvoll als Hindernis der Skeptische, dieses Hin- und Hergehüpfe, soll ich nicht, was uns auch nicht wirklich Kontakt gehen lässt. Die Sammlung, die senkt die Hindernisse, und alle vier Brahma-Vihara sind Konzentrationsübungen, mit denen wir auch, wenn wir das wollen, in die Jhana gehen können. Wobei ich jetzt auf die Jhana nicht unbedingt lange eingehen möchte, weil wir hier die Brahma-Vihara praktisch eher nutzen, um diese innere Haltung von Freundlichkeit zu kultivieren, die Vipassana unterstützen soll. Wenn wir die Brahma-Vihara üben, um in die Jhana zu gehen, in die Vertiefungen, dann praktizieren wir nur die Brahma-Vihara. Ja? Von morgens bis schlafen gehen, morgens aufwachen bis schlafen gehen. Wir haben hier zwei Praktiken, und diese zwei Praktiken ergänzen sich, aber wir kultivieren jeder ein Vipassana oder ein Brahma-Vihara oder jede Shamatha-Meditation. Es geht zwar um Sammlung, aber die Sammlung, die Art der Sammlung ist etwas unterschiedlich. In jeder Sammlungspraxis sind wir auch sehr statisch bei einem Objekt. Wir halten das Objekt mehr und mehr stabil, während wir in Vipassana mehr und mehr uns einfach öffnen für das Fließen der Objekte. Die dürfen sich wandeln, die dürfen vergehen, entstehen, es dürfen verschiedenste daherkommen. Und es ist diese Moment-zu-Moment-Sammlung. Und das fühlt sich anders an, die kann gleich tief werden, aber es ist eine andere Form von Sammlung. Deswegen müssen wir schauen, wie weit mixen wir die. Die können sich auch stören, ja, in der Art der Sammlung. Da müssen wir einfach ein bisschen schauen. Alle Brahma-Vihara gelten auch als grenzenlos. Grenzenlos im Sinne, dass wir sie grenzenlos ausweiten können auf alle Wesen. Braucht dann keine Stopp sagen, irgendwann ist aus mit der Metta. Ja? Irgendwann ist das Fass erschöpft, was ich habe. Da muss ich doch da aufpassen, dass ich nur der Person so viel Quäntchen von Metta gebe und der Person so viel und jener so viel, damit noch was für mich übrig bleibt oder damit es gut sich aufteilt oder, ja, sondern Liebe, das Fass füllt sich immer wieder neu, gerade dadurch, dass wir diese Liebe verschenken, wird sie mehr, endlos mehr. All die Brahma-Vihara, sagt man, ich gehe gleich noch auf die einzelnen ein, aber alle haben nahe Feinde und ferne Feinde. So eine nette Einteilung. Der nahe Feind ist in dem Sinne nicht wirklich ein Feind, sondern wir können den Brahma-Vihara-Zustand, um den es geht, leicht mit etwas anderem verwechseln. Sieht so aus, als ob, ist aber nicht das, was wir wirklich meinen. Bei Metta, ich sagte es gerade schon, ist der nahe Feind all die Dinge, die wir lieben, weil wir sie nett finden, weil sie uns angenehm sind. Es ist nichts falsch daran, ja, dass wir eine Tasse lieben, die wir schön finden. Es ist nichts falsch daran, dass wir die Person lieben, mit der wir zusammen sind, unser Partner, unsere Partnerin. Und dass das deswegen so ist, dass wir mit denen zusammen sind, weil sie uns zum größten Teil gut tun. Ja, so. Das geht ja in beide Richtungen. Daran ist überhaupt nichts verkehrt. Es ist einfach nur nicht Metta. Okay? Metta stellt keine Bedingungen. Und es ist einfach gut, dass wir nicht das gleiche Wort dafür verwenden.
dass wir da anders denken. Ist natürlich schön, wenn auch in der Partnerschaft oder zu den Dingen, die wir lieben oder Menschen, die wir lieben, ein Stück Metta dabei ist. Ja? Dass wir sie nicht nur dann lieben, wenn sie uns immer Ja sagen, uns alles recht machen und sofort aufhören, wenn sie mal Nein sagen oder einen Konflikt mit uns haben. Ja? So Metta ist oft so eine schöne Grundlage, von der aus wir dann auch solche Liebesbeziehungen oder solche tieferen Beziehungen pflegen können. Aber dass wir das gut auseinanderhalten. Und die fernen Feinde wiederum, die es auch immer wieder gibt, die es auch immer gibt dabei, das sind die Zustände, die sind so unterschiedlich zu dem, worum es geht, dass wir das sofort bemerken. Bei Metta wäre es eben der Hass. Ja, also wenn wir, also Hass, das bemerken wir, ja. Also Hass ist stark. Hass ist wirklich stark, ja. Da sind wir voller Flamme, unsere Gedanken gehen in reine Vernichtung, ja. Wir sind, unser Körper ist völlig zusammengezogen, ja. Also Hass ist, es geht weit über Ärger und Wut hinaus, ja. Hass ist wirklich sehr eng. Und das bemerken wir sofort, das ist nicht Liebe, das ist nicht Metta. Da können wir uns kaum was vormachen. Während bei anderen Zuständen können wir uns manchmal was vormachen. Das ist der Feind, da sind wir einfach verschlossen. Und wie wir dann damit umgehen, ist natürlich eine Frage der geschickten Praxis. Aber dass wir es erstmal überhaupt merken. So Metta, man sagt auch, aber man kann es in zwei Richtungen wenden. Man kann einerseits sagen, Metta ist die Grundlage für die anderen Brahma-Vihara. Oder man kann hinten anfangen beim Gleichmut und sagen, das ist die Grundlage für alle. Fangen wir mal bei Metta an als Grundlage. Diese grundsätzliche Aussage, alle haben einen wunderbaren Kern. Alle haben es verdient, mit Wohlwollen begegnet zu werden. Das ist einfach eine Haltung, seine Sicht. Die können wir einnehmen und die kann uns helfen, zu dieser Haltung zu gelangen. Aus der Metta selbst heraus, aus diesem Wunsch, dass es uns gut geht, dass es anderen gut geht, weil wir erfüllt sind von Wohlwollen, entwickeln sich ganz von selbst die nächsten beiden, Mitgefühl und Mitfreude. Mitgefühl ist der Wunsch, wenn jemand Leiden erfährt, dass dieses Leiden sich verringert. Und er kommt automatisch, wenn das offene Herz auf Leiden trifft und offen bleiben kann. Ja? Das ist die Voraussetzung, dass es offen bleiben kann, dass es dieses Leiden ein Stück, einen Moment zulassen kann, ohne zu erschrecken, ohne sich zusammenzuziehen, ohne in Reaktion zu gehen. Und da seht ihr wieder, wie wir die Vipassana brauchen, die Achtsamkeit, die das, was sie erfährt oder das, was sie wahrnimmt, zulassen kann, ohne in Reaktion zu gehen. Das ist für Mitgefühl ganz wichtig. Bei der Mitfreude eben anders. Da ist es ganz automatisch, wenn wir von Wohlwollen erfüllt sind und wir sehen, dass jemand Glück und Freude erfährt, statt es ihnen gleich wieder wegnehmen zu wollen, gönnen wir es ihnen. Einfach weil wir vorher schon ihnen gewünscht haben, dass sie ja Freude und Glück haben. Und jetzt haben sie es, jetzt können wir uns darüber auch noch freuen. Statt wieder zu sagen, oh, naja, ich glaube, ich überlege es mir jetzt mal ganz schnell anders, weil vielleicht gehe ich ja dann leer aus. Wir denken dem Moment gar nicht so. Wir sind einfach verbunden. Und diese Metta ist eben auch das, was grundlegend uns in die Verbundenheit bringt. Ganz oft fühlen wir uns einsam, fühlen wir uns abgeschnitten, fühlen wir uns allein. Und Metta durchdringt diese Wahrnehmung, dieses Gefühl. Diese Verbundenheit ist so grundlegend, wenn wir wirklich hinspüren, erfahren wir und wirklich hinschauen, dass Einsamkeit ist nur eine Idee im Kopf. Ja, wir sind in jedem Moment verbunden. Wir können gar nicht anders als verbunden sein. Selbst wenn ihr hier alleine meditiert, ihr seid verbunden. Ja, ihr nehmt wahr, ob jemand da ist oder nicht da ist. Und es macht auch einen Unterschied. Wir sind auch verbunden manchmal in Bereichen, da werden wir lieber nicht so verbunden. Ja, nehmen wir die Luft, die wir hier atmen.
Wir sind sehr verbunden über die Luft, die wir hier atmen, weil die Luft, die ihr geatmet habt, die atme ich dann im nächsten Moment auch noch ein. Also, das, was eure Lungen gerade füllt, ihr atmet das wieder aus, irgendwer atmet ein Stück davon wieder ein. Soll ich das vorstellen? Ich finde die Vorstellung immer ist echt spannend. Wir bedingen, wir beeinflussen einander. Und sei es auch, wenn wir irgendwo auf dem Berg sitzen, in unseren Erinnerungen schon allein. Ja? Ihr verschwindet nie ganz. Ja? Wir verschwinden nie ganz für jemand anders. Einfach nur zu wissen, dass jemand irgendwo sitzt und meditiert zum Beispiel, kann einen Einfluss haben. Wir sehen nicht jeden Einfluss, den wir haben, aber es heißt nicht, dass wir keinen haben. Die Metapraxis, ich habe schon viel erklärt dazu heute Nachmittag. Wir sagen diese Wünsche, sobald wir in Kontakt hergestellt haben und eben ein sozusagen noch eine kleine Unterstützung uns geben, um indem wir an diese wunderbaren Qualitäten denken. Also eine ganz konkrete, von der wir wissen. Und diese Sätze sagen wir sanft. Wir sagen sie nicht als Befehl. Sie sind sozusagen eine Erinnerung an unsere Liebenswürdigkeit. Ja? Und es ist so, wie als wenn wir uns streicheln würden damit. Wir uns einfach wieder einladen, uns daran zu erinnern, dass wir liebenswürdig sind. Deswegen lohnt es sich auch oft, auf die Stimme zu achten, mit der wir das sagen. Ja? Und manchmal, wenn wir merken, oh, ich sag's hart, können wir innehalten, uns einfach nochmal weich sagen. Es geht. Wir können das einfach wiederholen. Die Kategorien, die einzelnen, uns selbst, den Wohltäter, Freunde, Unbekannte, schwierige Personen, die haben alle so ein bisschen ihre eigenen Schwierigkeiten, durch die wir uns dann nach und nach einfach durcharbeiten. Bei uns selbst ist es oft die Schwierigkeit, zwei Hauptthemen, die auftauchen können. Das eine ist überzogene Erwartungen an uns, wie gut wir sein müssen, bis wir das verdienen. Ja, und da haben einige einen richtig großen Perfektionsdrang. Erst wenn ich wirklich perfekt bin, bin ich liebenswert. Ja, und das haben wir, das greifen wir oft, haben wir das mitbekommen, wenn wir viel über Leistung geliebt worden sind oder aus anderen Gründen. Wir brauchen auch nicht immer alle Gründe erst rauszufinden, bevor wir das Muster ändern. Ja? Das eine oder andere mag uns von spontan bewusst werden. Aber wir können es einfach immer wieder, diese Konditionierungen, schlicht und ergreifend ändern. Eine Möglichkeit zu wissen, ob das nur mein Perfektionsdrang gerade ist oder auch nicht, kann darin bestehen, dass wenn wir sehen, ich kann mir jetzt nicht so begegnen, weil da sagt eine Stimme in mir, aber du musst doch erst 45 Minuten lang ununterbrochen beim Atem sein, bevor ich dich lieben kann, zum Beispiel. Nicht nur einmal, sondern jedes Mal. Oder nehmt was anderes, was ihr total können müsst. Und dann fragt euch, würdet ihr die gleiche Latte bei jemand anders ansetzen? Würdet ihr von jemand anders genauso erwarten, dass die immer perfekt sind und dann erst liebenswert? Die meisten bisher sagen nein, das würden sie keiner anderen Person zumuten, nur sich selbst. Ja? Ich muss perfekt sein. Die anderen liebe ich schon vorher. Es geht nicht immer auf, aber wenn ihr das feststellt, dann habt ihr den Indiz. Ah, das ist mein Perfektionswahn. Ja? Das andere Hauptproblem, was ganz oft auftritt, ist, dass wir die Sätze sagen, möge ich glücklich sein, möge ich gesund sein. Und wir sind konfrontiert mit dieser Wahrnehmung, ich bin aber so unglücklich gerade. Ja? Das Glück ist so weit entfernt, ich komme eh nie dahin. Ja? Ich fühle mich einfach so zerschlagen, so im Mangelgefühl wirklich. Ja, und wir sind nicht gesund auf eine Art und Weise und wir wissen, wir werden nie wieder so gesund, wie wir es gerne wären.
Also wir sagen uns Sätze und die scheinen unerreichbar. Und dann fühlt es sich so an, als wenn wir uns etwas sagen, ist der blanke Hohn in unser Gesicht. Ja? Es ist wichtig, dass wir entweder wir ändern dann den Satz, ja, sodass er für uns das nicht spiegelt, oder wir kommen dahin, zum Beispiel mit dem Glücklichsein. Natürlich sind wir nicht immer glücklich im Sinne, dass wir immer kriegen, was wir gerne hätten. Aber wir können uns ein Glück auf vielen Ebenen einfach gönnen. Dieses Gönnen uns, dass wir glücklich sind. Auch wenn wir momentan vielleicht nicht glücklich sind. Auch wenn wir nicht immer glücklich sein werden, im Sinne, dass immer nur alle, also, ja super, mir geht's klasse. Ja? Es gibt diese Aufs und Abs. Es gibt immer mal Tage, in denen läuft es einfach nicht so gut. Und das können wir auch wahrnehmen und spüren und dennoch uns mit der Haltung begegnen, dass wir uns Glück gönnen. Dieses Gefühl von Glücklichsein, von Erfülltsein, von Zufriedenheit. Und zu schauen, dass wir da nicht in die Mangelgefühle fallen, dass wir da immer wieder in diese Wohlwollende, es geht um Wohlwollen, uns wohlwollend zu begegnen und nicht utopische Wünsche oder Vorstellungen und Erwartungen zu generieren. Erwartungen sind sowieso wirklich eines der Hindernisse von unserer Praxis, von Metta, von sonst was. Erwartungen sind echt was Schickes. Die holen uns sofort aus der Gegenwart raus. Sie lassen uns sofort unzufrieden sein. Ja? Nichts ist gut genug in diesem Moment. Und wir übersehen auch diesen Moment. Wir können gar nicht in Kontakt sein. Wir haben die Erwartung und die Erwartung ist immer an die Zukunft gerichtet. Wir können aber auch Erwartungen einfach fallen lassen. Geht. Okay. Dann bin ich halt mit dem, was ist. Und auf einmal kann sich eine ganze Welt auftun. Aber das können wir natürlich nicht kontrollieren. Manchmal hängen wir so schön in unseren Erwartungen. Dann bemerkt einfach diese Erwartung als Erfahrung. Oh, sie ist richtig unangenehm. Erwarten, erwarten. Es zieht sich alles zusammen. Aber irgendwann, das ist so anstrengend, dass wir irgendwann loslassen. Es braucht so ein bisschen so die Hartnäckigkeit. Okay, ich sitze jetzt einfach mit meiner Erwartung, dass es endlich in mir ruhig wird. Natürlich wird es nicht ruhig, ja. Aber irgendwann lassen wir einfach die Erwartung los, vergessen es und dann stellen wir fest, jetzt sind wir eingeschlafen. Okay. Es war zumindest ruhiger in der Zeit. Dann gibt es die anderen Kategorien, und jeder, wenn wir da uns hinwenden, spüren wir die verschiedenen Widerstände. Und ganz oft, wie gesagt, waschen die sich von selber raus. Ein großer Widerstand zeigt sich auch bei den Unbekannten. Das gilt für alle Brahma-Vihara. Die Unbekannten zeichnen sich dadurch aus, dass wir sie nicht gut kennen, keinen großen Kontakt haben, sie weder angenehm noch unangenehm für uns sind, also wir kennen sie nicht, wir haben auch nichts mit ihnen zu tun. Und dadurch fällt es uns leicht, in Kontakt zu gehen, den Kontakt innerlich zu halten. Ja? Wir denken an irgendeine Person, unbekannt, wir können uns kaum an die genauen Gesichtszüge erinnern. Ich meine, das können wir ja schon mit unseren Liebsten manchmal nicht so richtig. Ja? Welche Augenfarbe habe ich denn? Ja? Also manchmal wird es da ja schon kritisch. Und dann bei den Unbekannten erst recht. Und dann denken wir innerlich an sie, versuchen Kontakt zu gehen, der reißt immer wieder ab, wie mit diesem Atem, der so unscheinbar oft ist. Ja? Da ist oft das Problem, überhaupt in Kontakt zu kommen. Neben dem, dass wir uns natürlich, dass uns fehlt, dass wir wirklich wissen um eine gute Qualität. Wir können vielleicht von außen was vermuten. Und bei den schwierigen Personen, die Schwierigkeit liegt natürlich darin, dass wir ihnen gar nicht zugestehen wollen, dass sie überhaupt eine gute Qualität haben könnten. Sie sind natürlich nur schlecht, ja. Und wir können überhaupt nicht verstehen, dass diese Person Freunde hat. Ja, wie kann man so jemanden mögen? Ja, und wir müssen so ein bisschen kramen. Also da, das lohnt sich manchmal. Einfach so
da auch hinzuschauen, das zuzugestehen, dass diese Person tatsächlich auch gute Qualitäten, angenehme Qualitäten haben, die sie dummerweise nicht in unsere Richtung zeigen. So gemein aber auch. Und dann über unseren inneren Schatten sprengen, ihn trotzdem als gute wünschen. Und dabei stellen wir vielleicht fest, dass das nicht bedeutet, zwei Dinge nicht bedeutet. Das eine hat so zwei Seiten. Erstens, dass es uns deswegen schlechter geht, weil die jetzt mehr Wohlwollen abkriegen. Heißt nicht, dass es uns schlechter geht dabei. Und das zweite ist, es heißt auch nicht, dass es denen besser geht. Ja? Manchmal hätten wir natürlich gerne, dass unsere Wünsche wirklich Wirkungen haben. Ich meine, messbare Wirkungen bei den anderen, wie wir. Ja? Mögest du glücklich sein und wird glücklicher durch meine Wünsche. Hey, super. Ja? Das wird immer mal wieder behauptet, weil sämtliche wissenschaftlichen Studien, die wirklich dazu angegangen worden sind, überprüft und verifiziert worden sind, zeigen, dass das nicht so ist. Bisher. Aber was wirklich, wirklich passiert, uns geht's besser. Und das hat manchmal eine direkte Wirkung auf andere. Ja? Wenn es uns besser geht, dann strahlen wir, dann sind wir freundlicher, dann sind wir hilfsbereiter. Und unser Umfeld profitiert sehr wohl. Aber wenn die weiter weg sonst wo wohnen oder sonst wo sind und uns, wir sie vielleicht gar nicht kennen, wie vielleicht unsere Unbekannten oder unsere Feinde, unsere schwierigen Personen, mit denen wir nichts zu tun mehr haben, kann sein, dass sich das überhaupt nicht auswirkt, so gut eure Mette auch sein mag. Ja? Also das ist wichtig, ist manchmal schade, ich habe mir doch jetzt solche Mühe gegeben mit meinen Wünschen, damit es dir besser geht. Aber wirklich, wir tun das und reinigen unser Herz dadurch. Ja? Und das ist natürlich wirklich sehr wichtig und hat eine große Kraft. Ich mache den Bogen jetzt direkt zum Gleichmut. Gehe auf die anderen vielleicht nochmal ein andermal ein. Weil, wie gesagt, Mitgefühl und Mitfreude sind die, die sich aus Metta heraus spontan ergeben. Gleichmut nicht. Gleichmut, Gelassenheit nicht in dem Sinne, weil wir wünschen momentan, dass es uns gut geht, dass es uns besser geht, dass es das Leiden aufhört, wir freuen uns, also das ist sehr gerichtet. Während Gelassenheit, Gleichmut, das hatte ich gestern auch lang erzählt, darin besteht, dass wir das Leben annehmen, wie es ist, das Auf und Ab sehen und erkennen und zulassen, anerkennen. Und in der Gleichmutspraxis, in der letzten Brahma-Vihara, kommen wir auf diese Weisheit zurück. Wir bringen sozusagen unsere Wünsche wieder auf den Boden der Realität. Ja? Und das ist sehr wichtig, weil wir in diesen Wünschen, wenn wir die lange praktizieren, geraten wir wirklich in sehr euphorische Zustände oft. Und wir fühlen uns eben auch sehr kraftvoll. Wir haben wirklich das Gefühl, unsere Wünsche könnten was erreichen. Und das ist ganz normal. Und deswegen ist es wichtig, dann am Ende das wieder auf den Boden der Realität zurückzuholen. Ja? Und zu wissen, meine Wünsche sind schön und gut, aber das ist nicht wirklich der Faktor im Leben für uns selbst. Ja, da macht es sehr viel. Aber im Leben, wenn es darum geht, dass ich dir wünsche, dass du glücklich bist, und dann geht es auch sehr darum, was sind die Bedingungen drumherum und was tut die eigene einzelne Person dazu beitragen, dass sie glücklich werden kann. Ja? Und da gehört eben oft auch eine eigene innere Arbeit dazu, eine eigene innere Handlung dazu. Ja? Das, was ihr tut hier, dieses sich hinsetzen, meditieren, das ist eine wichtige Bedingung, diese innere Auseinandersetzung, dass wir glücklicher werden. Ja? Ihr macht was dafür. Es gibt euch keine Garantie, dass ihr danach nur noch glücklich seid, ja, so. Und alles flutscht im Leben und ihr all das bekommt, was ihr gerne hättet. Aber es gibt euch die Ressourcen, dass ihr im Leben viel stabiler und geerdeter und viel weiser und sinnvoller und erfüllter mit diesen Situationen umgehen könnt. Und
genau das machen wir uns klar. Unsere Handlungen haben eine Wirkung. Unser Glück, unser Unglück hängen ab, auch davon, was wir tun, was wir denken, was wir sagen. Und unser inneres Glück, ja, das tiefe Glück ist wirklich im Inneren zu finden. Und wenn wir das so verstehen, wenn es nicht nur um die Umstände geht, finde ich eine Wohnung, finde ich ein Haus, finde ich einen Partner, habe ich Kinder, die gesund sind, bla bla bla. Es wirklich um das tiefste innere Glück geht, das wirklich nur in uns zu finden. Ja, und das hat was mit unserer Kultivierung unseres Herzens, unseres Geistes zu tun. Mit dem, wie wir handeln im Leben. Mit dem, was wir denken, was wir sagen, was wir tun. Und daran erinnern wir uns dann liebevoll, freundlich in der Gleichmutspraxis. Ja? Nicht hart, sondern wie so Eltern, die ihre erwachsenen Kinder ins Leben entlassen, die ihnen sagen, also jetzt gebe ich dir jetzt noch mit, ne? Also wenn du mit den anderen auskommen willst, dann ist eine gute Idee, wenn du freundlich bist. Ja, so. Achte ein bisschen auf das, was du sagst, wie du handelst im Leben. Also wir sagen das freundlich, aber wir erinnern sie an ihre eigene Verantwortung, die mehr und mehr im Laufe, wenn Kinder erwachsen werden, immer mehr in ihre Hände gelegt wird. Und ich sprach ja gestern über Gleichmut und über die verschiedenen Facetten, und das ist einem eine Facette noch, die Erinnerung daran, dass unsere Wünsche sind die eine Sache, und auf der anderen Seite stehen eben unsere Handlungen, unsere Taten, und die haben eine Wirkung. Ja, die entfaltet sich manchmal. Und manchmal spüren wir sozusagen die Wucht unserer Gedanken, die wir im ganzen Leben hatten. Das ist nicht eine Schuldfrage, ja? Lass die mal weg. Aber wenn wir in unserem Leben sehr viele negative Gedanken gedacht haben, dann spüren wir diese Wirkung, wenn wir uns hinsetzen. Ja? Es ist nicht, dass wir das nicht ändern können, aber erstmal spüren wir die Wirkung. Und dann, wenn wir lernen, anders diese Gedanken nicht mehr zu glauben und nicht mehr zu nähern, dann werden sie sich langsam aufweichen und wir werden sie nicht mehr so ernst nehmen. Und mit der Zeit werden sie verblassen. Aber das wird eine Weile dauern. Gedanken haben erstmal so auch ein längeres Leben, wenn wir sie oft gedacht haben. Also wir erinnern uns daran, damit wir in Frieden sind mit dem, was ist in diesem Moment. Nicht um Schuldgefühle zu bekommen. Also, wir sagen uns dann so einen Satz, der erstmal so hart klingt. Meine Liebe, oder du, oder sie. Glück und Unglück, alle Wesen sind die Erben ihrer Taten. Dein Glück, dein Unglück hängen ab von deinen Taten und nicht von meinen guten Wünschen für dich. Ist schon ein harter Tobak, wenn man das hört, ne? So. Vor allen Dingen, wenn man auf dem Höhenflug von Mudita gerade hängt, von der Mitfreude, wo man wirklich sich fast überschlägt. Vor Euphorie. Ja, wir sehen nur das Glück und die Freude und wünschen, dass es andauert und mehr wird. Ja, es ist völlig euphorisch. Und dann wechseln wir zur Gleichmutspraxis. Es ist wie, als wenn jemand da unten einen Stopfen rauszieht oder zum Brett vor die Nase knallt. Ja, so. Es ist wirklich spürbar. Es ist ein bisschen Schock und bringt uns wieder auf den Boden. Aber eben, wie gesagt, nicht um Schuldgefühl, sondern einfach zu sehen, diese Dinge, die Gedanken, Handlungen, Worte haben eine Energie, die wirkt vorwärts. Ja, und wir spüren die Wirkung, vor allen Dingen innerlich, manchmal auch durch unsere Umgebung, wie sie auf uns reagiert. Aber mit der Zeit, wenn wir anders damit umgehen, können wir auch das wieder, verwandelt sich das auch wieder, verändert sich das, aber das ist unsere Aufgabe. Ende mit einem Gedicht von Erich Fried, der das sehr schön ausdrückt. Diese Fähigkeit der Liebe, das anzunehmen, was ist. Da kommen sie auch wieder zusammen. Die Gelassenheit, der Gleichmut und diese Offenheit, die Liebe hat. Das ist von Erich Fried, das Gedicht, was es ist. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt der Verstand. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe.